Hallo Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine Gutscheinverpackung, die sieht so aus und die machen wir heute zusammen. Denn als ich im neuen Katalog dieses Papier gesehen habe, ihr kennt das ja wahrscheinlich, das märchenhafte Mosaikpapier, da war mir sofort klar, also ich musste sofort an Sauna denken, also bei diesem Papier zum Beispiel. Bei diesem Papier, das ist so richtig Sauna oder Dampfbad oder sowas. Und da habe ich mir gedacht, aus diesem Papier muss man eigentlich einen Gutschein für eine Therme basteln. Und deswegen habe ich mir hier einen Gutschein gebastelt. Der hat einen ganz coolen Verschluss. Den Verschluss habe ich übrigens gesehen auf unserem neuen Katalog. Hier im Hintergrund seht ihr den einmal und hier unten ist nochmal eine Verpackung, auch mit so einem Verschluss. Das fand ich ganz witzig, weil man braucht da nicht viel dafür und man braucht keine Magnete oder Kleber oder so, sondern man kann das einfach so machen mit so Buchklammern und das fand ich ganz witzig und wollte es mal ausprobieren und habe da ein bisschen probiert und ja, so ist es entstanden. Okay, und wenn man den aufmacht, dann kommt da der Gutschein für die Therme raus. Das ist natürlich ein bisschen provisorisch von mir, aber wenn wir einen Gutschein für die Therme verschenken, dann ist es eigentlich immer in so einem A4-Papierformat oder man kann sich das zum Beispiel auch ausdrucken, selber zu Hause am Drucker und dann ist es ja eigentlich immer A4-Papier und deswegen habe ich das einfach als A4-Papier genommen und so zusammengefalten, dass es dann mein Muster wird für den Thermengutschein, okay? Okay, genau. Also nochmal ganz kurz den Verschluss, den kann man hier einfach so außenrum wickeln. Ja, Vorführeffekt. Entweder unter diesen gelben Punkten durch oder oben drüber, je nachdem, wie es einem gefällt. Und hat es gleich verschlossen. Genau, und so sieht er aus. Also ihr könnt da jeglichen Gutschein verpacken. Das muss natürlich kein Thermengutschein sein, sondern auch, egal wohin, Gartenausstellung würde jetzt auch mit dem Papier ein bisschen ganz gut harmonieren zum Beispiel. Also alles, was ihr auf A4 ausdruckt, könnt ihr da ganz gut verpacken. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Also, außerdem gibt es ja in meinen Videos was Neues. Wahrscheinlich habt ihr das schon gesehen. Ich weiß nicht genau, wie die Videos nacheinander kommen, aber ich werde jetzt, um meine Videobearbeitungszeiten ein bisschen zu reduzieren, immer die Bestellnummern euch ins Bild halten und nicht mehr unten einblenden, so wie ich es bisher gemacht habe. Und was ihr zu diesem Gutschein braucht, ist auf jeden Fall mal ein Papier in irgendein Designerpapier in dem großen Maß, also 12x12 Inch, 30,5x30,5 cm. Ich habe jetzt hier das märchenhafte Mosaik, dann brauche ich noch ein Stück Flüsterweiß und ich habe jetzt aus diesem Designerpapier gleich zwei Sachen ausgewählt. Wir machen heute ein bisschen anderes Design, weil ich mir hier die Rosen ausschneiden möchte und die als Dekoration benutzen möchte. Und dann legen wir jetzt einfach mal los. Was ihr sonst noch braucht, sind so kleine Buchklammern, so Mini-Klammern. Dann nehme ich mir meinen Papierschneider und schneide mir mein Papier jetzt einmal zu. Also die eine Seite lasse ich so, 30,5 und die andere Seite mache ich auf 22 cm. Also einfach hier drüben anlegen bei 22 und einmal schneiden. Und dann wird gefalzt. Ich lasse jetzt einfach mal die 22 cm Seite hier oben liegen, die schmalere Seite, und falze mir das Ganze einmal bei 1 cm. Dazu lege ich mir das hier drüben bei 1 cm an. Und ich nehme jetzt meinen Papierfalter als Falzer. Ihr könnt natürlich auch die Falzklinge nehmen, aber dann nicht so fest aufdrücken. Das Papier, das bricht leicht. Also das ist so ein besonderes Designerpapier. Mir ist das beim Probepapier schon gerissen und deswegen passt da ein bisschen auf beim Aufdrücken. Dann drehe ich mir das so, dass diese schmale Falz jetzt auf der linken Seite liegt. Und falze mir das Ganze auch nochmal bei 11,5 cm. Also hier oben anlegen bei 11,5 und einmal vorsichtig ein bisschen falzen. Und jetzt lege ich mir noch diese lange Seite an und falze mir das Ganze einmal bei 2 cm. Dazu lege ich es mir wieder hier drüben an. Ich drehe mir das Ganze einmal so, dass diese Falz wieder auf der linken Seite liegt.
Und falz mir das Ganze bei 23,5 cm. Schön anlegen und einmal nachfalzen. Und das war's schon. Ihr könnt jetzt die Falzlinien leider überhaupt gar nicht sehen, weil das Papier mit der Kamera so nicht ganz harmoniert. Deswegen habe ich euch jetzt hier mal so eine Vorlage gemacht, wie das Ganze dann ausschaut, wenn es dann auch zugeschnitten ist. Und ich muss jetzt selber ehrlich gesagt suchen, wo die Falzlinien überhaupt sind. Also hier seht ihr das Schnittmuster. So sieht es dann am Ende aus. Ich knicke mir jetzt erstmal alle Falzlinien nach und dann schneide ich es mir zu. Und auch das mache ich total vorsichtig, damit dem Papier echt, dass es nicht mehr nochmal reißt. Das möchte ich nicht. Schneide ich mir das mal zu, aber ich glaube, ihr seht das echt total schlecht, weil ich sehe es selber fast gar nicht. Erstmal hier in der mittleren Falzlinie schneide ich mir das bis zur ersten Falzlinienüberkreuzung ein. Und dann kann ich mir diesen oberen Teil, da muss ich aufpassen, den unteren Teil muss ich mir wegschneiden. Also meine ganz dünne Falzlinie liegt jetzt unten, hier seht ihr die. Und also ich lege euch das jetzt mal so hin. So schneide ich mir das jetzt zu. Hier habe ich eine Falzlinie, unten habe ich eine ganz dünne Falzlinie und das ist die, wo ich jetzt schon eingeschnitten habe. Ich schneide mir jetzt zuerst mal hier unten direkt an der Falzlinie hoch und dieses schmale Falzlinien-Element, das schneide ich mir komplett weg. Das wird dann nachher unsere Lasche. Und das hier ist die Klebelasche. Die schneide ich mir auch an diese Falzlinie hier ein. Stege mir die ab, mache mir da eine Klebelasche draus. Auf der anderen Seite auch so ein bisschen abstehen. Und diese Ecke, die da jetzt noch bleibt, also ich habe jetzt hier die Falz und hier die kleine Falz, diese Ecke schneide ich mir auch noch weg. So. Dann schneide ich mir hier nochmal die Mitte ein, wieder an der Falzlinienmitte hier, bis zur Überkreuzung. Also gut, dass ich euch das Schnittmuster gemacht habe, weil das sieht man echt fast gar nicht. Schneide mir diese obere Falzlinie, die ist hier, wieder komplett weg. Also ich werde euch hier auf jeden Fall auch die Vorlage zu diesem Schnittmuster auf meiner Webseite verlinken und ich verlinke sie euch jetzt hier oben unter diesem weißen i auch nochmal, damit ihr das dann ganz genau seht, weil das leider wirklich schwierig zu erkennen ist auf diesem Papier. Okay, und jetzt noch diese obere Lasche weg und dann sieht das Ganze so aus. Hier nochmal zum Vergleich, da sieht man es wirklich viel besser. Ich habe hier unten also eine kleine schmale Kleberlasche und da hinten eine Klebelasche. Und hier ist meine Lasche zum Verschluss von meinem ganzen Gutschein. Okay. Jetzt gucken wir mal schnell. Wir kleben uns das jetzt dann gleich so zusammen. Und das ist dann schon unsere ganze Verpackung. Was ich jetzt mache, ist, dass ich mir hier unten schon mal mein doppelseitiges Klebeband aufbringe. Bisschen zu viel. Und ich schaue mal eben hier, genau. Und hier innen auf die Innenseite auch nochmal von meiner äußeren Lasche. So, also die dünne, schmale Lasche. Und dann sieht das Ganze so aus. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich mir hier bei meiner Klappe, also bei dieser Klappe hier, einmal die, also ist das echt blöd eigentlich, jetzt seht ihr es vielleicht. Ich habe mir hier die Ecken so abgerundet. Ihr könnt es mit dem Eckenabrunder machen. Ich mache das jetzt auch einfach mit dem Eckenabrunder. Diese Stanze, die ich jetzt hier benutze, die gibt es nicht mehr. Aber ich blende euch da eine ein, das ist so eine Dreierstanze, da ist auch ein Eckenabrunder dabei.
dann könnt ihr euch das schön abrunden hier. Und jetzt machen wir unseren Verschluss mit diesen kleinen Klammern. Damit ihr das besser sehen könnt, habe ich euch auch hier eine Vorlage gemacht. Und zwar auf meiner Klappe habe ich einmal nach rechts und nach links 5,2 cm abgemessen und nach oben 1,5 cm. Mit einem Geodreieck geht das total super, weil da kann man sich das super anlegen. Das heißt 1,5 cm von unten und rechts und links bei 5,2 cm. Und da mache ich mir eine Markierung hin. Und bei meinem langen Element, bei diesem hier, habe ich so gemacht, dass ich mir die Klappe einmal zugemacht habe. Und ihr seht hier hoffentlich die Klappe. Und auch 1,5 cm an meinem Deckel nach oben gegangen bin. Und wieder bei 5,2 rechts und links anlegen und mir hier nochmal eine Markierung setzen. Das sind jetzt meine zwei Markierungspunkte. Ihr seht das jetzt hier. Und da loche ich mir das jetzt und da kann ich dann meine Buchklammern reinbauen. Zum Lochen nehme ich die Cropper Dial. Die kann ich euch auch in der Infobox verlinken. Da gibt es zwei verschiedene Lochgrößen. Ich nehme jetzt die kleinere. Ihr habt hier eine größere und eine kleinere. Und mit der kommt man da ganz gut hin. Stanze ich mir das einmal aus, genau bei dem Punkt. Und das kleine Problem ist jetzt, bei meinem anderen Punkt, da komme ich mit keiner Stanze hin. Da habe ich so gemacht, dass ich mir einfach mit einer Nadel ein Loch in mein Papier gestochen habe und das ein bisschen vergrößert habe. So, dass nachher unsere Buchklammer da durchpasst. Und das ist schon, ich glaube, das Aufregendste von diesem Verschluss. Dann nehme ich mir einfach mal das Stück in Flüsterweiß und meine kleine 1,5 Inch Kreisstanze und stanze mir zwei Löcher aus. Wobei es eigentlich schlauer wäre, wenn man zuerst nochmal mit dem gleichen Locher, den ihr vorher benutzt habt, zwei Löcher stanzt und da dann die 1,5 Inch Kreisstanze so außenrum setzt. Dann seid ihr da genau in der Mitte, könnt ihr das besser zusammenbauen. So. Und schon habe ich meinen Verschluss eigentlich auch schon fast fertig. Da fädle ich mir jetzt eben nur meine zwei Buchklammern durch alle beide Elemente. Und dann sieht es schon mal richtig cool aus, oder? Auf der Rückseite einfach einmal umklappen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das mit dem Tesafilm noch festkleben. Das sieht man ja nachher nicht mehr. Aber dann kann der Gutschein sich hier nicht verhaken. Und auf der anderen Seite eben auch beim Deckel. Einmal schön. Hier würde ich es jetzt nicht mit Tesafilm hinkleben, weil das sieht man ja, wenn man es aufmacht. Aber bei dem Innenteil, da mache ich mir ganz schnell ein Stück Tesa einfach drüber. Das ist dann natürlich leer, aber für uns reicht er jetzt noch. So, dann kann da nichts mehr sich verhaken. Und jetzt ist unsere Verpackung einfach schon ganz easy going fertig. Wir müssen sie nur noch zusammenkleben. Dazu nehme ich jetzt diese Deckfolie von dem Abreißklebeband runter und klebe mir erst diese beiden Elemente zusammen. Ja, das klebe ich immer selber fest. So. Und dann noch die untere Klappe oben drüber. Die schräge ich mir jetzt noch ein bisschen an, das schaut einfach noch ein bisschen cooler aus. So. Und schon ist unsere Verpackung fertig. Cool, oder? Es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass das Papier so schwierig zum Sehen ist, aber ich glaube, mit meiner Vorlage könnt ihr das super sehen und ihr kommt da schon klar, ihr seid ja Profis. Und ich hoffe, dass die Anleitung für alle passt, die jetzt keine Profis sind, aber wie gesagt, auf meiner Webseite verlinke ich euch da das grüne Papier, da sieht man das wirklich viel, viel besser mit den Falzen und dann klappt es bestimmt. Okay, also Box ist grundsätzlich fertig. Ich nehme mir einfach noch ein Stück Leinfaden
wicke das ein paar Mal da außen rum. Ich finde es eigentlich immer schöner, wenn man das unter diesem weißen anderen Punkt macht. Und mein Leinfadenstück ist jetzt relativ kurz, aber das passt. Okay? Und dann ist es jetzt schon mal fertig. Und jetzt geht es einfach nur ans Dekorieren. Für die Dekoration nehme ich mir jetzt das andere Designerpapier mit diesen wunderschönen Rosen drauf und suche mir da einfach ein oder zwei Rosen aus und die schneide ich jetzt einfach mit der Hand aus. Also ich nehme jetzt diesen Bereich hier drüben. Ich nehme jetzt mal die Blätter noch mit, aber vielleicht stanze ich mir da auch separat Blätter aus. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel die Schmetterlinge ausschneiden, das schaut bestimmt auch total schön aus. Oder den Kolibri. Auf meiner Verpackung habe ich auch aus dem Papier einfach ausgeschnitten, weil es sich natürlich vom Motto her perfekt dazu eignet. Das passt natürlich super dazu. Genau, und den schneide ich mir jetzt einfach mit der Hand aus, diesen Bereich. Und da lasse ich ein bisschen Musik laufen. Ich habe mir jetzt diese beiden ausgeschnitten, aber ich finde die sehr schön. Also die passt da sehr gut. Hier wird zwar noch ein Bienchen drauf, aber ich finde es jetzt so mit der Rose viel schöner. Okay, und jetzt stanze ich mir noch kurz was aus, und zwar ein Etikett. Auf Lüsterweiß stanze ich das Ganze aus und ich nehme mir die raffiniert bestickten Etikettrahmen. Die raffiniert bestickten Rahmen, so heißen sie. Und da habe ich die... Ich würde mal sagen, das ist die drittgrößte Stanzform rausgenommen. Und die stanze ich mir jetzt einfach mal schnell aus. Oh, gucken, ob ich die noch rauskriege, aber ich glaube schon. Das Tolle an diesen Rahmen ist ja, dass man die innen und außen verwenden kann. Also positiv und negativ Abdruck sozusagen. Hoppala, jetzt ist der alles verrutscht hier. Also ihr seht, einmal das Innenteil ist gestanzt mit Rahmen und das Außenteil auch. Da kann man auch eine 3D-Karte machen. Dazu habe ich euch eine tolle Karte hier oben verlinkt. Könnt ihr mal nachschauen, wie man so eine Karte machen kann. Und genau, jetzt wird nur ein bisschen gestempelt und dann sind wir auch schon fertig. Als Spruch fand ich das Carpe Diem ganz cool. Ich nehme jetzt aber das für dich und das Ganze stempel ich mir auf, ich glaube, in Minzmakrone. Ich bleibe im Farbkonzept. Ich habe erst gedacht, ich nehme vielleicht noch Wildfeder mit rein, aber ich bleibe in Minzmakrone und aus dem Stempelset Gänseblümchenglück verwende ich das Ganze. Einmal das für dich und ich schaue jetzt mal, ob ich mir das hinstempel. Also schon eher mittig und mehr nach rechts. Bisschen nach unten. Ich habe mir jetzt von der Blüte noch das Blatt weggeschnitten. Das mache ich mir hier in den Hintergrund rein. Und dann, ich glaube, das ist schon die ganze Deko. Ich glaube, ich mache da gar nicht noch mehr, weil durch das Papier und durch dieses Mosaik, durch die Mosaikrosen wirkt das alles schon ganz schön voll und... Wo sind denn meine Dimensionals hier? Und da glaube ich, braucht man gar nicht so viel mehr machen. Also das bisschen glitzy vielleicht noch hin, aber ansonsten wird die Deko da relativ schlicht gehalten. Das Einzige, was mir jetzt noch eingefallen ist, ist, wenn ich mir den Leinfaden schnappe. Der Leinfaden hat übrigens folgende Bestellnummer, falls ihr das braucht. Wenn ich mir das noch in den Hintergrund ein bisschen wickle, wie das dann so aussieht. Mal gucken. So gefällt es mir jetzt nicht unbedingt. Nee.
Der Leinfaden, der ist mir zu viel. Und ich klebe mir jetzt mein Papier noch an meine Blätter. Klebe ich mir jetzt mal da hinten hin. So, dass die wirklich nur runter, unten drunter ein bisschen rausspitzeln. Und dann klebe ich erstmal mein Etikett auf. Und dann schnappe ich mir noch mein silbernes Garn. Ihr kennt es schon, ich habe das ganz schön oft, dass ich das immer mal wieder in den Hintergrund mache, aber ich finde das einfach schön. Ich schneide mir da ein Stück ab und wickele mir das ein paar Mal um die Finger und klebe mir das dann noch hinter die Rose. Das ist einfach noch so ein ganz kleines, zartes Highlight im Hintergrund, wo gar nicht viel Aufwand ist, aber wo, finde ich, ein wirklich schöner Effekt ist. Das klebe ich mir jetzt einfach auf so einen Klebepunkt auf. Ich schneide mir die Ecken da oder die zu langen Fäden ab. Und klebe mir das Ganze in den Hintergrund von meiner Blüte. So sieht das Ganze dann aus. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen genau. Und dann kann ich mir das hier noch so draufkleben. Und da mache ich mir auch unten noch ein paar Dimension Design, dass das wirklich schön erhaben noch über das ganze drüber geht. Oder dieses Etikett ein bisschen umrahmt. So kann man das auch sagen, gell? So. Oh ja, das ist schön so. Das gefällt mir. Und jetzt kommen noch ein paar Glitzis aufs Projekt. Tut mir leid, also ich nehme gerade bei totaler Hitze auf. Es kann sein, dass ich ein bisschen verwirrt bin oder ein bisschen Wortfindungsstörungen habe. Das ist ja gerade echt der absolute Hochsommer. Und ich bin zwar hier im Keller und habe schön kühl, aber irgendwie ist es doch ganz schön heiß. Aber so finde ich es echt schön. Also ich finde, die Karte ist echt toll. Gutscheinkarte. Ihr könnt auswählen, was euch besser gefällt von der Dekoration. Ich finde auf jeden Fall die Rosen noch schöner. Und ich finde, es geht sogar. Es ist natürlich ein ganz krasses, auffälliges Papier im Hintergrund mit diesem Schimmereffekt. Und dann noch Rosen in Mosaikoptik. Und trotzdem finde ich es irgendwie... Klar, es ist nicht ganz schlicht, aber es ist nicht total überladen. Und ich finde auch beim Kolibri ist es so, dass es nicht überladen wirkt, oder? Ich finde, es geht beides ganz gut. Und ihr seht hier den coolen Verschluss, den kann man ganz einfach nachbasteln. Und wie gesagt, die Anleitung oder diese Vorlage, die verlinke ich euch auf meiner Webseite, damit ihr euch da leichter tut, weil man es im Video jetzt schlecht gesehen hat. Aber ansonsten, denke ich, kann man das ganz gut nachbasteln. Da wünsche ich euch richtig viel Spaß dabei. Und ist, glaube ich, ein schönes Geschenk und eine schöne Geschenkidee und kann man eigentlich immer brauchen. Vielleicht nicht gerade im Hochsommer, aber zumindest im Herbst, Winter, so ein Thermengutschein oder... Ihr könnt es natürlich auch nutzen als Gartengutschein. Also Gartenausstellungen sind ja jetzt ganz viele und könnt ihr natürlich auch dafür nutzen. Dafür ist es vielleicht eine ganz gute Idee. Viel Spaß beim Nachbasteln. Ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben oder meinen Kanal abonnieren. Da freue ich mich immer drüber. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.